Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Caspari. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vor mittlerweile fast 10 Jahren haben die damaligen TTIP-Verhandlungen begonnen und viele haben noch den Satz im Hinterkopf, als der amerikanische Handelsbeauftragte gesagt hat, diese Verhandlungen, die werden wir mit einer einzigen Tankfüllung abschließen. Und dann kam sehr schnell die Situation, dass viele Menschen Sorgen hatten in Europa. Da wurde manchmal auch ganz bewusst Stimmung gemacht. Da ging es um die angeblich gefährlichen Chlorhühnchen. Da ging es um angeblich geplantes Absenken von Standards. Da wurden Halbwahrheiten, Unwahrheiten und Fake News gestreut. Und spannend war, als dann Präsident Trump an die Macht kam und als wir erlebt haben, wie die transatlantischen Handelsbeziehungen und überhaupt die transatlantischen Beziehungen an einen Tiefpunkt ankamen. Da waren viele von denen, die damals gegen das TTIP-Abkommen am lautesten geschrien haben, diejenigen, die am lautesten geschrien haben, ja, hätten wir doch mit den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung und wären wir entsprechend aufgestellt. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir jetzt dieses langsame Infahrtkommen nutzen. Wir haben letztes Jahr das Abkommen über hochwertiges Rindfleisch abgeschlossen, dieses Jahr jetzt die Vereinbarung über Hummer. Wir haben viele Baustellen. Bernd Lange hat einige angesprochen, wie den Streit Airbus-Boeing, die willkürlichen Zölle gegen Stahl und Aluminium. Aber wir stehen alle vor der Herausforderung, der große, große Wettbewerber steht in China. Da geht es um eine Systemfrage zwischen Demokratien und Marktwirtschaften und diesem kommunistischen System. Und ich wünsche, dass wir alle gemeinsam die Kraft haben, Kompromisse mit den Amerikanern zu schließen, um die gemeinsamen Interessen dann auch weltweit gemeinsam durchzusetzen. Immer wissend, dass es natürlich auch Bereiche gibt, wo wir